Vor kurzem kam die Frage, ob die Zuschauer dieses Kanals und insbesondere die Menschen, die sich dann auch noch offline zu einem Rohkost-Potluck treffen, einer Sekte angehören. Der Denker in mir findet diese Frage sehr interessant. Guten Morgen! Es treffen sich Menschen, die Interesse an einer natürlichen, gesunden Ernährung haben, die sich von der hochverarbeiteten Industrienahrung abwenden, die, sag ich mal, so im Schnitt der durchschnittliche Deutsche eben mit Genuss verzehrt. Menschen, die den Respekt vor Andersdenkenden als ein hoch einzuschätzendes Gut ehren, Menschen, die Toleranz leben und fremde Menschen in den Arm nehmen, egal ob sie eine rechte politische Ideologie oder eine linke haben, ob sie eine dunkle oder eine helle Hautfarbe haben, ob sie Buddhist, Moslem oder Christ sind. Menschen, die freiwillig und gerne teilen und von Herzen geben. Und dann kommt die Frage, sind wir hier eine Sekte? Ist der Kanal Raw Spirit und dessen Abonnenten, Anhänger, Gefolgschaft, die einerseits sich im Denken kritisch hinterfragen und sich bewusst Gedanken machen über Zusammenhänge unseres Alltags und andererseits herzlich Menschen emotional begegnen, sind diese Menschen, sind wir eine Sekte? Es ist interessant auch darüber nachzudenken, was das über den Fragesteller aussagt und über seine Wahrnehmung, ein sich selber als Mitglied der gesunden deutschen Gesellschaft sehenden. Was sagt es über Menschen aus, die sich von derartigen Werten angegriffen fühlen? Weil Sekte ist eindeutig negativ belegt. Toleranz, Respekt und Liebe. Drehen wir die Sache einfach mal um und fragen doch einfach mal oder stellen die Gegenthese in den Raum. Die deutsche Gesellschaft ist eine Sekte. Was macht die deutsche Gesellschaft aus? Mediale Beeinflussung mit klar definierten richtig und falsch und Menschen, die entsprechende Meinung ganz klar vertreten und Andersdenkende ausgrenzen. Es gibt zig verschiedene politische Gruppen, die überhaupt nicht mehr fähig sind, einen Konsens zu finden mit der Gegenpartei. Entweder man ist dafür oder man ist dagegen. Die deutsche Gesellschaft ist eine Ellenbogengesellschaft, in der vorrangig das Recht des Stärkeren gilt. Und dieses Recht basiert auf Geld und Beziehungen. Eine echte Demokratie ist aufgrund der Beeinflussung durch finanziell stark auftretende Interessensgruppen auch erschwert. Das Sozialsystem existiert vor allem aus dem Grund, den Pöbel niedrig und klein zu halten. Denn warum sollte man in Deutschland auf die Straße gehen? Man muss ja nicht über sein Überleben kämpfen. Also, einerseits eine Gruppe von Menschen, die Toleranz, gegenseitigen kritischen Austausch und Nächstenliebe leben und sich gleichberechtigt begegnen, und auf der anderen Seite eine Gruppe von Menschen, die es lieben, sich abzugrenzen, klare Hierarchien pflegen und wo Entscheidungen von ein paar wenigen Machtpositionen getroffen werden. Was klingt für Euch mehr nach einer Sekte? Es sind die kleinen, unbewussten Fragen einer unbewussten und konditionierten Gesellschaft, die uns immer wieder zeigen, warum wir uns hier treffen. Wir sind nicht per se besser oder schlechter als der Durchschnittsdeutsche, denn wir sind alle aus dieser Saat einer klein gehaltenen Gesellschaft entstanden. Die Informationsgesellschaft und die Technologisierung entlarvt die alten Machtstrukturen und Menschen realisieren, dass sie ein Recht auf ein eigenes Leben haben und deswegen wachsen wir auch täglich. Mittlerweile ist YouTube überlaufen mit neuen Kanälen und trotzdem wachsen wir täglich. Sind wir eine Sekte oder kommen wir aus einer? Oder ist es vielmehr so, dass wir in jedem Moment sind, was wir sind und uns durch unsere Bewusstheit neu definieren,
Das wäre die Antwort des Denkers in mir auf diese Frage. Wie seht ihr das?